Freitagabend, 17. Mai, steht das Halbfinale der aktuellen Staffel von Let's Dance an. Immer mehr wird über den Dancing Star 2024 spekuliert. Die Fans der RTL-Tanzshow haben einen eindeutigen Favoriten. Bei Let's Dance wird es in Show 11 so langsam ernst. Freitagabend entscheidet sich, wer ins große Finale einziehen wird und somit die Chance auf den Titel Dancing Star 2024 hat. Auch die Fans spekulieren schon fleißig, wer wohl weiterkommen wird. Und haben eine klare Meinung. Welches Tanzpaar zieht ins Finale ein? 4 Tanzpaare sind momentan noch übrig. Detlef, Jana, Gabriel oder Ann-Kathrin. Wer schafft es, die Jury zu überzeugen, die meisten Anrufe zu sammeln und damit ins große Finale einzuziehen? Lesetipp. Let's Dance Halbfinale. Das sind die Tänze am Freitag, 17.05. Auf dem Instagram-Account der RTL-Show wird bereits heftig spekuliert. Und dabei wird deutlich, die Gemüter sind ziemlich erhitzt. Denn viele der FollowerInnen und Follower wissen schon jetzt ganz genau, wen sie im Finale sehen wollen und wen nicht. Das schreiben die Fans. Jana, Gabriel, Detlef. Bei allem anderen verliere ich dann den Glauben an die Menschheit rein tänzerisch gesehen, Detlef, Jana und Gabriel. Aber wir wissen ja alle, dass die Anrufer nicht unbedingt die Leistung bewerten. Ich hoffe so sehr, dass wir Gabriel, Jana und Detlef im Finale sehen werden. So sympathisch mir Ann-Kathrin auch ist und auch wenn sie stets ihr Bestes gibt. Tänzerisch kann sie mit den anderen 3 Teilnehmern nicht mithalten. Finde ich jedenfalls mit Jana, Gabriel und Detlef wäre es ein Finale auf Augenhöhe. Detlef, Jana und Gabriel natürlich. Wer denn bitte sonst? Ganz ehrlich. Viele der Fans scheinen bei Detlef Soest, Jana Wosnitzer und Gabriel Kelly das größere, tänzerische Talent zu sehen. Sie sind auch die Paare, die zuletzt von den Juroren am besten bewertet wurden. Dennoch konnte sich Ann-Kathrin Bendixen durch den Support ihrer Community immer weiter kämpfen. Zum Missfallen vieler Fans. Gabriel Kelly, der absolute Favorit, andere User scheinen weiter hinter Affe auf Bike zu stehen und sprechen sich unter dem Post für die Influencerin und gegen die feindlichen Kommentare gegen Bendixen aus. Affe auf Bike und Gabriel Kelly müssen ins Finale. Ich hoffe auf eine faire und gerechte Entscheidung der Zuschauer. Es sollte wirklich der Beste gewinnen. Es ist keine Weltmeisterschaft, aber trotzdem eine Tanzshow.